Die ersten 8 Schritte. Wir setzen den rechten Fuß zur Seite. Dabei heben wir die Hände und drehen sie nach rechts. Den linken Fuß steppen wir neben den rechten. Jetzt setzen wir den linken Fuß zur Seite, drehen die Hände und steppen den rechten Fuß neben den linken. Und das Ganze noch einmal. Rechts zur Seite, links daneben, Arme drehen und noch einmal nach links. Und alles von vorn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die nächsten 8 Schritte. Wir setzen den rechten Fuß zur Seite, den linken dahinter, den rechten Fuß zur Seite und den linken Fuß kreuzen wir über den rechten. Dann machen wir ein Rock zur Seite, das heißt den rechten Fuß zur Seite, etwas das Gewicht wechseln, zurück und kreuzen den rechten Fuß über den linken und ein Schritt halt. Ich zeige diese letzten Schritte noch einmal. Das war der Ausgangspunkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und alles von vorn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die nächsten 8 Schritte sind nochmal die ersten 8 Schritte, aber diesmal mit links beginnt. Den linken Fuß zur Seite, rechts mit einem Step daneben. Dann nochmal nach rechts, einmal nach links und noch einmal nach rechts. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und alles von vorn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die nächsten 8 Schritte. Wir setzen jetzt den linken Fuß zur Seite, den rechten Fuß dahinter. Den linken Fuß zur Seite und kreuzen den rechten Fuß über den linken. Jetzt machen wir wieder ein Rock nach links, den linken Fuß zur Seite, etwas das Gewicht wechseln und zurück. Jetzt kommt eine Vierteldrehung nach rechts und wir setzen den rechten Fuß vorn ab. Und diese Schritte noch einmal im Zusammenhang. Das war der Ausgangspunkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und 8 ist Stopp. Und alles von vorn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Die nächsten 8 Schritte. Wir setzen den rechten Fuß vor den linken und machen eine halbe Linksdrehung. Jetzt setzen wir wieder den rechten Fuß vor den linken und machen eine Viertel-Linksdrehung. Und zum Schluss noch eine Jazzbox. Wir kreuzen den rechten Fuß über den linken Fuß setzen wir nach hinten, den rechten Fuß zur Seite, und den linken Fuß etwas nach vorn. Und diese letzten 8 Schritte noch einmal im Zusammenhang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und alles von vorn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
die nächsten 8 Schritte. 2 Schaffe vorwärts, zuerst mit rechts beginnend und dann mit links. Und dabei drehe ich mich um, damit man das besser sieht. Das war der Ausgangspunkt. Jetzt kommt der Schaffe vorwärts mit rechts. Rechts vor, links ran, rechts vor. Jetzt setzen wir den linken Fuß vor den rechten Fuß an den linken ranziehen und den linken Fuß vor. Ich zeige diese Schritte noch einmal. 1 und 2, 3 und 4. Jetzt setzen wir den rechten Fuß vor den linken, machen eine halbe Linksdrehung, setzen den rechten Fuß mit einem Step neben den linken und zum Schluss heben wir noch einmal beide Arme. Und diese 8 Schritte zeige ich noch einmal im Zusammenhang. 1 und 2, 3 und 4, 5, 6, 7, 8. Und alles von vorn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 und 2, 3 und 4, 5, 6, 7, 8. Und der Tanz beginnt jetzt wieder von vorn.